Also mein grösster Traum, und das war schon immer, ist Olympiasieger zu werden. Ich bin Dimitri Marx, bin 23 und bin Kajakfahrer. Für mich ist es sehr wichtig, Erfahrungen und Erlebnisse. Und das ist so das, was für mich zählt. Und darum habe ich mich, glaube ich, auch für eine Karriere als Spitzensportler entschieden. Also ich jeden Tag, also 6 Tage in der Woche, habe ich 2 bis 3 Trainings am Tag. Und so ein Training geht so plus minus 2 Stunden. Viel ist halt auch planen, Flüge buchen, Reisen organisieren, Trainingspläne und Regenerationssachen. Darum habe ich immer recht ausgefüllte Wochen. Das ist auch wie ein Teil der BKB. Das kann ich nicht glauben am Anfang. Weil in meiner Sportart, also ist in der Schweiz nicht so mega bekannt und auch schwierig, sich so kommerziell zu vermarkten. Das hat mich mega motiviert, dass jemand so an mich glaubt und mir die Chance gibt. Also, ich glaube, man muss riesen Opfer bringen, eigentlich, wenn man so eine Karriere macht. Vor allem wir, die so viel weg sind. Wir sehen auch die Kollegen und, so, und Familie sehen ja nicht so regelmässig. Aber ich bin sehr glücklich, weil die alle das verstehen und auf mich Rücksicht nehmen. Und eigentlich geht das super. Aber ja, es ist nicht immer einfach. Oft ist man nicht da und muss die Leute absagen oder muss fit sein und kann nicht so lange wach bleiben. Aber ich finde, das gehört dazu und das lohnt sich auch.